Herzlich willkommen zurück mit dem Taverne und dem Far Cry 4. Wir stehen ja hier gerade vor der Rettung von diesen Türen, von dieser Statue. Und ich muss jetzt schnell einen Überblick bekommen. Letzte Folge sind wir hier gerade angekommen. Und jetzt wollen wir uns mal schauen, wo die Leute sind überall, weil wir müssen dort oben den Zünder erreichen. Und da hat es einen Haufen Bösewichte rum. Ich glaube, wir gehen da mal in erster Linie ruhig vor. Scheiße, das war daneben. Jetzt hat er es gemerkt, oder was? Das hat niemand gemerkt, oder? Kann ich da rüber? Irgendwie nicht. Und den von da unten zu brechen, ist auch ein bisschen mutig. Ha! Wir haben ihn verwischt. Den haben wir auch verwischt. Hast du daneben gesehen? Jetzt wissen sie, dass wir da sind. Oh, der Pfeil ist da genau in den Ding geflogen. In den Stegentritt. Der ist auch weg. Wo haben wir noch einen? Da kommt noch gerade einer. Den haben wir nicht verwischt. Aber der. Zeig mir, was du kannst! Okay. Da oben steht scheinbar gerade noch einer. Ich weiß, du bist hier irgendwo. 2, 3, 4. Haltet die Augen offen, Leute! Ja, haltet sie offen. Wo sind's? Wo sind's? Wo sind's? Wo sind's? Wo sind's? Wo sind's? Dort ist einer. Aber der bräuchte nicht. Ja, er ist ein Geist. Wieder in Steine geschossen. Fokussiert bleiben. Betrifft uns alle. Also vor allem mehr. Hey, hey. Los, feuert weiter! Ich habe ihn nicht verwischt. Sehe sie nicht. Ich mache euch alle Platz! Den haben wir. Das den haben wir auch. Wo ist noch einer? Vorwärts, Jungs! Da, da! So. Jetzt haben wir ziemlich gut und ziemlich ruhig aufgeräumt da. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist es nicht. Ich habe einfach nicht das Gefühl. Oh oh, es hat noch mehr Bösewichte rum da. Es hat noch mehr von diesen Bösewichten rum. Was ist das da? Kann man das zerstören? Nö. Ja, das werden wir jetzt herausfinden, wo ich mich verstecke. Wo versteckt ihr euch? Wo muss ich da hin? Was muss ich da machen? Ah, oh, da hat es auch C4. Okay, dort oben ist noch einer. K. Wir sind da immer noch auf dem Weg. Wir müssen den Zünder erreichen. Es hat immer noch. Ich reiß dir die Gedärme raus! Oh oh. Ah, daneben! So. Gehen wir weiter. 5 Minuten haben wir noch. Müssen wir echt pressieren? Ich weiß es eben gar nicht. Keine Ahnung. Aber unser Pressieren ist sicher gut. Aber ich hoffe, es wird genug grosszügig angelegt sein hier. Da hat es noch eine andere Waffe. Was habe ich da noch? Irgendwie werde ich den Pfeilbogen loswerden.
für den Moment. Ist zwar gut gewesen. Ich habe jetzt noch ein Plakat. Wir haben den Zünder erreicht. Da hat es noch jede Menge Munition. Wo ist da der Zünder? Da. Oh oh. Wir sind hier, aber hier liegen überall Leichen. Sicher das Gebiet. Wir sind gleich da. Durchhalten. Wir kommen. Ah, da kommt jetzt Verstärkung daher. Ja, mit dem Breichen ist es noch relativ schwierig, finde ich. Jetzt ist es gegangen. Wo hat es da noch? Nimm den Granatwerfer. Oh, das war zu weit gewesen. Multikill. Nimm Sturmgewehr, Sturmgewehr! Oder halt den Granatwerfer! Muss man da noch ein bisschen. Jetzt haben wir noch einen Köder gekriegt. Da noch ein bisschen C4 rein. Wir weiß ja nie. Oh, wieder. Hat es da noch mehr? Wo kommen da noch mehr? Ah, daneben. Wo ist der Sturmgewehr? Ah, Scharfschütz. Oh, woher? So. Wow, was ist da gsi? Nein, tot. Tot. Ja, irgendwie bin ich da ein bisschen schlecht ausgerüstet. Wo müssen wir jetzt wieder starten? Gerade wieder da oben. Wir sind hier, aber hier liegen überall Leichen. Okay. Wir sind schon auf dem Weg. Nachher ziehe ich habe da noch Mine. Ich wollte Mine legen. Was wollen die da oben? Aufpassen, wir wissen nicht, was da draußen ist. Hier hoch. So, der Kapsel sitzt gerade mal ein bisschen. Munition fliegt da wild rum. Oh, ich sehe einfach nichts. Da ist noch etwas. Dort ist noch etwas. Dort ist noch einer. Und da hat es noch zwei gehabt. Okay, gut, soweit. Wir haben noch Mine. Wir haben noch Munition. Wir sind schon da, noch einer weg. Der Heli, der Heli. Der Heli, der bringt Verstärkung, gefährliche Verstärkung. Der ist weg. Nein, daneben. Jawohl! Jawohl! Ich auch nicht, ich sehe euch auch nicht. Da ist noch einer. Das hat noch jede Menge irgendwie. Daneben geschossen.
Auf dem Null ist. Jawohl! Glück gehabt, dass der gerade gesessen hat. Amita. Yes! Yes! Gut gegangen! Okay, gut gegangen! Ich hätte noch eine Bitte, Ellie. Wirklich gut gegangen. Blockiere den Weg, der zu den Statuen führt. Was? Wieso? Weil Sabal sonst zu viele Krieger zu ihrem Schutz abstellt. Wir führen einen Krieg. Der goldene Pfad hat ganz andere Sorgen. So. Und was muss ich jetzt machen? Irgendwie den Weg blockieren. Bevor wir hier aber gehen, nehme ich da bitte das noch mit, was da oben liegt. Weil schließlich ist nichts wertlos. Ich kann alles wieder brauchen. Ich liebe irgendwie auf eine Art und Weise verwenden. Ey, das war jetzt richtig cool gewesen. Die zwei Helikopter gerade mit dem Granatwerfer können runterholen. Meine. Ja, es wäre eigentlich jetzt ein Waffenabbruch gewesen, der ein bisschen mehr Sperrfeuer kann bieten kann. Ich kann meinen auch noch mitnehmen, aber der Granatwerfer war gut Sperrfeuer gewesen, würde ich sagen. Sehr gut Sperrfeuer gewesen. Da hat es noch eine Kiste. Munition sind wir voll. Sag es. Jetzt muss ich da irgendwie den Weg blockieren, damit der Sabal da nicht das Zeug beschützen will. Weil was blockiert ist, wird auch weniger schnell angegriffen. Und dann haben wir die Ressourcen für die wirklich wichtigen Sachen. Für den Krieg, wie es Damita sagt. Momentan hat ja Damita das Sagen, weil wir sie dort geführt haben durch unser Handeln. Wo ist da noch die Kiste? Ich will gerne die Kiste. Die haben nämlich wirklich noch gut Beute drin. Da ist die Kiste. Wir müssen jetzt eh dort rüber. Zack. Schnell ein Hopsi gemacht. Was haben wir da noch als Kistli? Die dort oben, die lohne ich jetzt mal, wo sie ist. Untersuchung nicht möglich. Okay. Haben wir keinen Platz mehr. Dann ist da noch ein Kistli. Wir sind voll. Das ist das Problem. Jetzt habe ich auch nicht auch noch gecheckt. Was muss ich machen? Dort rüber. Das war's, hä? Hey, den Granatwerfer habe ich immer lieber. Ja. Aha. Ja, das kann ich überschwingen, hä? Das ist ein richtiges Ding. Okay, ich kommt das gut, was wir da machen? Muss ich das absprengen dort, oder was? Wie? So! So! Krass! Und somit wird der Weg blockiert. Die schlafenden Heiligen. Wir haben eine Mission mehr für Damita erledigt. AJ, ich muss dich sehen. Es ist wichtig. Aber Überraschung kann ich nicht mehr sagen. Bitte komm nach Shanat. Ja, ja, komm, zeig, Kamerad. Jetzt rutschen wir da zuerst mal oben runter. Bam. Gut. Sehr gut. Oh, da hat es noch ein grünes Blättchen. Das müssen wir haben. Das brauchen wir. Oh, wir sind zu voll, wir müssen eine Schnellreise machen an Handelsposten. Das hat keinen Wert. Wo sind wir? Wir sind da. Dann gehen wir doch gerade da hin. Oder da hin. Könnten wir einfach noch eins jagen. Dann. So. Wo ist da unser Schrank? Da ist unser Schrank. Wieso? Was habe ich denn alles auf dem Mann, damit ich nicht mehr Zeug mitnehmen kann? Ich habe da so viel fehlende Zeug halt eben noch. Das wird es eben auch noch sein. Wir haben ein bisschen Geld. Was können wir uns leisten für da?
einzigartige Waffe vielleicht? Nein. So kaufen wir nichts, die bekommen wir. Wenn wir irgendwie wieder mal etwas freispielen, also einen Turm freischalten. So bei der Seitenwaffe weiß ich nicht. Die war eben auch noch witzig gewesen, aber mit Palter vorläufig die mal. Da gibt es dann noch eine Repetierarmbrust. Sicher auch witzig. Pschsch, pschsch. Haha. Beenden wir genau um diese Waffe oder befreien 10 weitere Glockentürme. Okay. 6 weitere Glockentürme. Die haben wir, wenn wir sie gefunden haben. Was machen wir hier noch? Den erneuern. Dann könnte man hier noch Zeug kaufen. Ich weiß gar nicht. Da kann man noch jenes Zeug kaufen. Aber so warte ich noch. Braucht es ja nicht. Braucht es einmal wirklich gerade nicht. Kann man einen Blick auf die Karte vielleicht noch? Munition sollte mir ziemlich voll sein. Da leisten wir uns noch. Ein Blick auf die Karte und dann hier Kyrat Fashion Week in Angriff nehmen. Oder ein Attentat. Attentat-Mission wäre vielleicht auch noch interessant. Einfach rein vom Ding her. Könnte wirklich noch interessant sein. Ich glaube, wir probieren mal so eine News. So eine Attentat-Mission. Wo finden wir denn das? Da hinten. Krass, Attentat-Mission. Attentat. Ein Kommandant leitet eine Operation aus einem nahegelegenen Lagerhaus. Eliminiere ihn diskret. Nimm ihm seine Hundemark ab und lass, wenn möglich, die Leiche verschwinden, ohne entdeckt zu werden. Eine Gruppe von Schmugglern umgetrieben. Bin verfügbar. Du? Wir machen da. Ja, du hast einen sehr guten Ruf. Du musst sehr diskret sein. Vielleicht noch andere Waffen. Wenn es geht, verstecke Sergeant ist das Leiche. Wir nehmen noch andere Waffen mit. Hätte man jetzt wirklich auch noch gar können machen. Weil dabei haben wir sicher den Bohrer. Den Bohrer nehmen wir mit. Als Gegenstück. Zum Pfeilbogen. Dann haben wir sicher dabei Pfeilbogen. Und Scharfschützengewehr. Ich würde sagen, das ist gut. Das passt doch. So können wir gehen. So können wir uns gut auf eine Attentat-Mission begeben. Töte dein primäres Ziel, durchsuche es nach seinen Hundemarken und verlasse den Ort des Geschehens unbemerkt. Wenn du die Leiche im Zielgebiet versteckst oder entsorgst, erhältst du Bonuspunkte. Es ist da. Es geht. Der verdammte Wingsuit will einfach nicht aufgehen. Er will einfach nicht. Er will nicht. Er will einfach nicht. Er geht nicht auf. Was ist denn los? Ich verstehe das wirklich nicht. Trauert ihr da? Ist das da das feindliche Gebiet, wo wir da infiltrieren müssen? Irgendwie ja, irgendwie nein. Also wir müssen nur einen töten, so weil wenn ich mitbekomme. Aber wir können auch alle töten. Den dort müssen wir töten. Die müssen wir töten und die anderen können wir töten. Für die Erfüllung der Mission. Und wenn wir ihn töten und die Leiche verstecken. Ah, da kann man aufs Dach. Vielleicht kann man dort hier mal gucken. Ist mir gerade aufgefallen. Gehen wir mal schauen. Hier ein bisschen außerhalb bleiben. Töten den Kommandanten unbemerkt. Habe ich da noch einen nicht markiert? He? Gut. Unbemerkt heisst, also nicht aufs Fass schiessen dort. Schauen wir mal, ob wir da irgendwie uns können. Voilà, da hinten kommt man rein.
Dann können wir ja den Tod von oben vielleicht anwenden. Den Tod von oben. Ah, ich sollte da nicht rumhopsen. Dass die das nicht hören. Sonst hören sie auch immer alles. Ich glaube, das billige Scheißteil ist schon wieder kaputt. Die Endigkeit, die Leerhöhe. Aber sicher. Das wäre eben der dort. Schau, was wir da machen. Also, wie wir das da machen können. Ich habe ja alle mal markiert. Ah, da ist noch einer. Den ich nicht markiert habe. Kann ich den einfach ausschalten, lautlos? Dann hätten wir Ruhe da drinnen. Dann könnten wir den auch schleichen. Die anderen schauen gerade eh nicht. Ja, genau jetzt. Genau, jetzt verweckt er sich. Aha. Wir zerschmettern den goldenen Pfad. Ein für alle Mal. Vielleicht geht er ja jetzt auch. Sieht nicht so aus. Gescheitert. Ich wurde entdeckt, okay. Ich wollte sie eigentlich eliminieren. Ich leg euch alle! Ich wollte sie eigentlich eliminieren. Ja, probieren wir es nochmal. Die Idee war gut. Eigentlich hätte ich jetzt nur noch müssen entkommen. Das wäre alles gewesen. Was ist jetzt da passiert? Ich will gerade markieren. Zack, 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 zack. Und dann probieren wir das nochmal genau gleich. Sie haben es nicht gesehen. Glaube ich einmal. Sie sind vielleicht ein bisschen aufmerksam geworden, aber sie haben es nicht gesehen. Töte den Kommandanten unbemerkt. Ja, wir haben ihn getötet unbemerkt. Ich wollte ihn eigentlich noch abtransportieren. Das wollte ich eigentlich wirklich noch wollen. Aber das ist mir leider nicht gelungen, weil er gerade dort draussen abgestürzt ist. Jetzt geht er noch fast auf dieser Kiste ab. Jesus. Jesus. So, in die Ecke gehen. Da ist da unser Kommandant, da ist der andere. Vagabund. Da ist der andere Vagabund. Und ob ich das im zweiten Versuch richtig mache und ob mir das gelingt, als ich den Kommandant unbemerkt ausschalte, ja, das seht ihr, meine lieben Freunde, in der nächsten Folge. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.